Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 154. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich in der letzten Woche an meiner Modelleisenbahn Schönes gemacht habe. Ich bin Uli und los geht's. In der letzten Woche bin ich zum eigentlichen Bauen und Basteln auf meiner Modellbahnanlage gar nicht gekommen. Ihr seht es im Hintergrund schon, was ich mache. Ich habe gelasert. Ich lasere endlich meine ersten Versuche und die möchte ich euch natürlich präsentieren heute. Und ja, es ist natürlich gut Arbeit. Sagt man das so? Oder es ist viel Arbeit oder wie auch immer. Aber ihr seht schon an dem Häuschen hier, es ist ein Erfolg zu verzeichnen. Mir persönlich gefällt es. Ich muss dazu sagen, dieses Häuschen stellt erstmal noch nichts dar. Es ist einfach nur ein Häuschen, was ich entworfen habe. Und ich fand es nett. Ihr seht die vielen kleinen Details. Das heißt, die Ziegelsteine, die sind da nicht nur raufgraviert, sondern die sind regelrecht eingebrannt. Das heißt, die Ziegelsteine haben jetzt eine richtige Struktur. Wenn ich jetzt das Ganze sozusagen bemalen werde, dann sieht man, dass das tiefer liegt. Ja? Also die Ritzen dazwischen. Und hier sehen wir schon mal ein Bild, wie ich es entworfen habe jetzt zum Schluss, was ich alles gemacht habe. Hier ist noch die alte Version. Wir haben es eben gesehen. Hier sind jetzt oben die Trennwände alle noch viereckig und in der neueren Version eben waren sie oben alle spitz. Das heißt, die gehen bis ins Dach hoch hinauf, weil das hatte ich mir nachher überlegt, dass ich da Blödsinn gebaut habe. Das Licht, was in den einzelnen Zimmern oder Fenstern leuchten soll, das wäre natürlich oben rüber geschienen und hätte das nächste Fenster wieder mit erleuchtet. Deswegen habe ich es nachher geändert. Ich werde es, wenn ich nachher dran denke, wenn wir an dem richtigen Punkt sind, nochmal versuchen, darauf hinzuweisen und zu zeigen, was ich gemeint habe. Überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall sehen wir hier rechts im Bild unten, das ist praktisch die Vorschau. Die wird jetzt entzerrt oben dargestellt. Ich habe in meinem Drucker eine Kamera eingebaut und die wird jetzt hier im Programm entzerrt dargestellt. Das heißt, ich kann jetzt wirklich millimetergenau meine Entwürfe auf meinem Stück Holz, was ich jetzt da reingepackt habe, das habe ich so festgepinnt, in dem Fall mit 6 so einen kleinen Pins, festgepinnt halt. Und wie gesagt, das kann ich jetzt wirklich millimetergenau draufbringen. Die Schrift, die wir gesehen haben, wo da steht Haus 1 zu 160, waagerecht, senkrecht und so weiter, die drucke ich oder die schneide oder die graviere ich nicht mit. Die habe ich praktisch so eingestellt, dass ich die nur im Programm sehen kann. Und dann so eingestellt eben, dass es nicht mitgedruckt wird. Bei den neueren Versionen habe ich es so gemacht, dass ich, das ist übrigens, das ist die zweite, ich habe drei Versionen insgesamt gemacht, ist aber egal, kommen wir noch drauf. Die, jetzt habe ich den Faden verloren, ach so, auf die neueren Versionen steht dann immer noch drauf für mich, Trennwand oben Mitte, Trennwand sowieso, Trennwand das und das, damit man das später, wenn man das mal ausgeschnitten hat schon und sich hinlegt und vielleicht liegen lässt oder es ist eine viel Zeit vergangen zwischendurch, wie auch immer, dann weiß man es vielleicht gar nicht mehr. Deswegen steht das auf den Trennwänden, da wo man es später nicht sehen kann, immer noch mal drauf. Vielleicht hat sogar später an meinen Modellen jemand Interesse. Ich weiß es nicht, ist ja auch erstmal noch gar nicht so weit. Dann ist es natürlich gut, wenn es drauf steht. Ja, das habe ich mir so gedacht. Ihr seht schon die kleinen Fenster. Das hatte ich ja schon im vorletzten Video gezeigt, dass das wirklich, in dem Fall ist das ein Steg, der ist 0,44. Komisches Maß, ich weiß. Hat aber den Grund, dass das Haus, wie ich es ursprünglich entworfen hatte, saß ich dann hier, mein Sohn war mit im Zimmer drin und ich sagte zu ihm, aber das sieht ein bisschen klein aus, oder? Und da haben wir dann mal angefangen nachzumessen und da habe ich natürlich einen Maßstab verwendet, der für die Spur Z war. Das heißt, das Häuschen, was wir hier sehen, das gibt es auch nochmal an der Spur Z bei mir. Auch mit den ganzen Ziegeln, das hat genauso funktioniert, nur einen Zacken kleiner. Sieht super aus. Und die Details, ich werde nachher nochmal reinzoomen, das kommt noch. Die Details werde ich euch noch zeigen, die sind wirklich toll, weil selbst die Fensterrahmen, die man da so jetzt gerade ein bisschen erkennt, hier sehen wir übrigens einen fehlerhaften Ausdruck, da sieht man, da sind die Ziegel nicht richtig geworden und der ganze Ausdruck, das war mein erster Entwurf, der war relativ blass. Ja, ich habe in meinen Drucker einen sogenannten Air Assist mit eingebaut. Das heißt, jetzt kommt da aus der Düse nicht nur ein Laserstrahl, sondern auch noch Druckluft mit raus. Das bewirkt, dass die Ausdrucke schärfer werden und ringsherum nicht verbrennen. Wenn ich diese Steinchen, wie ich hier gerade mit dem Schaschlikstab da drüber kratze, wenn ich die ohne Air Assist gemacht hätte, also Air Assistent, dann wäre der gesamte Giebel braun verschmort
aussehend gewesen. Wäre beim Bemalen wahrscheinlich gar nicht schlimm gewesen, aber es sieht einfach grausam aus. Das kann man sich echt nicht geben und deswegen kam der RSS rein. Und wenn man auch andere Sachen austopft, wenn man fein säuberlich was ausschneidet, hat man jetzt eine ganz, ganz saubere, fast dunkelbraun-schwarze Schnittkante ringsrum und keine braun verschmorte irgendwo und das sieht einfach nicht schön aus. Ich bin der Meinung, wenn man sich das selber macht, muss das genauso schön sein, als wenn man es gekauft hat. Und man sieht es jetzt hier vielleicht schon an dem Fensterchen ringsrum. Da ist ein kleiner weißer Rahmen drumherum. Das ist, ich weiß gar nicht, wie groß ich ihn gemacht habe. Hier sehen wir übrigens das Dach. Auch hier habe ich etwas stärker jetzt reingebrannt mit dem Laser. Das kann man alles einstellen. In der ersten Version war es ein bisschen schwächer. Also das ist jetzt schon die zweite Version, die ich verwende. Das heißt, der Giebel und diese ganzen Dinge. Ja, hier sehen wir rechts die alte Version, links die neue war das. Den Giebel und die Außenansichten werde ich kaum noch verändern. Ich habe das Dach dann, wie gesagt, nochmal verändert und die inneren Ausbauten. Hier sehen wir das Garagentor. Das Schöne an diesem Garagentor ist, es passt ja zu 100% rein. Es wurde ja genau dort mit 0,06 mm ausgeschnitten. Also es passt haargenau da rein. Und da habe ich so ein bisschen die Leistchen dargestellt, die Türgriffe dargestellt. Und wir sehen schon, dass wirklich die auch die Fensterrahmen, die sind ein Stück zurückgesetzt. Also das ist alles ganz, ganz feine Arbeit, die man damit machen kann. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso feiner können natürlich die ganzen Arbeiten werden. Und umso mehr Detail holt man raus. Wie gesagt, hier habe ich jetzt nur ein Häuschen erstmal gebaut. Ich habe ja vor, hier Fabrikgebäude damit zu machen, mit Laderampen und was man so alles hat, Bahnhöfe. Ich werde mir das alles selber machen. Ich habe zwar alle Modelle in Plastik hier liegen, aber die sind vakant. Das heißt, die werde ich zum Verkauf irgendwann anbieten oder wie auch immer vielleicht. Ach, ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Und ja, so kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man eben das aus Holz sich selber baut. Und ich habe das mir so erdacht, dass jedes Fenster oder jedes Räume drin entstehen, die ich alle separat beleuchten werde. Ich habe es hier oben auch hingeschrieben, es wird dazu natürlich auf meinem Bastelkanal, Model Creation wird natürlich das komplette Video demnächst zu sehen sein. Ich bin natürlich jetzt an der gesamten Testphase. Ich stelle da nichts in den Kanal ein, was völliger Blödsinn ist. Und deswegen warte ich damit noch. Das soll ja hier das kleine Video werden sozusagen. In dem größeren werde ich ja die Beleuchtung mit zeigen. Da kommt ja diese gesteuerte Leuchtung rein. Die kennt ihr ja sicherlich, wo die Räume abwechselnd anfangen zu leuchten. Bestimmte Effekte drin sind und natürlich auch die Bemalung des Häuschens. Das ist sozusagen mein Startobjekt als kleines Gebäude, was ich euch jetzt hier mal außer der Reihe, ich habe ja gesagt, Bastelvideos sollen ja im Grunde genommen, was wir jetzt hier sehen, auf den anderen Kanal drauf. Hier möchte ich natürlich nur Eisenbahn machen, aber da ich eben noch nicht so viel Material habe, um dort schon durchzustarten. Ich danke euch übrigens und ich freue mich, dass ihr so zahlreich den Kanal schon abonniert habt, obwohl dann noch nicht ein einziges Video zu sehen. Das ist schon fast ein bisschen peinlich für mich, aber ich möchte euch da auch keinen Quatsch präsentieren, wo man dann sagt, hä? Deswegen habe ich das abonniert, das möchte ich nicht. Also ich habe da ein bisschen Anspruch an mich, wo ich dann sage, nee, das soll sich schon lohnen, so eine Videos, dass man da Spaß dran hat, das sich anzugucken. Und wer eben sowieso den kompletten Bau sehen will, ist da eben auch sehr, sehr gut aufgehoben. Hier sehen wir jetzt schon, dass die oberen Räume alle eine einheitliche Höhe haben. Das meinte ich vorhin, dass die oben bis zum Giebel nicht gehen, sondern das Licht könnte sich am Dach brechen später von innen und könnte den Nachbarraum mit beleuchten. Und das geht gar nicht. Ja, also den zweiten Giebel habe ich übrigens abgelassen, dass ich einfach drin arbeiten kann. Dann müssen ja die LEDs. Hier sehen wir es, hier ist es komplett. Hier habe ich jetzt diese Räume bis hochgezogen. Das heißt, die liegen direkt bis zum Dach an. Und so kommt nachher die zweite Hausfassade vorne dran. Das Häuschen kann man dann entweder so rum oder so rumstellen, wie man das gerne möchte, mit Garage und Tür oder nur mit Fenstern. Ich will dann noch Varianten machen, auch von anderen Häuschen, wo vielleicht ein Ladengeschäft vorne drin ist, wo man verschiedene Sachen macht. Da setze ich vielleicht auch ein bisschen auf die Kreativität von euch mit, dass ihr vielleicht da mal Vorschläge bringt, was man da Schönes machen kann, so ein paar Ideen einwerfen. Und ja, hier musste ich ein kleines bisschen feilen. Da habe ich zwar sehr, sehr sauber gedruckt, aber nicht sehr, sehr sauber zusammengebaut, denn ich habe die alten Wände rausgebrochen und habe die neuen eingeklebt. Und da gab es da so mal einen halben Millimeterchen Unterschied und den musste ich da mal wegfeilen. Das soll natürlich oder ist natürlich im original ausgedruckten Zustand nicht so. Da passt das wirklich. Es passt wirklich hundertprozentig. Hat richtig Spaß gemacht, das eigene Häuschen hier zusammenzubauen und ja, zu sehen, was man da
irgendwo draus machen kann, was man da draus wachsen lassen kann aus diesen ganzen Sachen. Und die Ideen, die man so hat, ja, und das Dach, was oben drauf kommt, das habe ich da dargestellt mit senkrechten Strichen. Das heißt, da habe ich jetzt keine Dachziegel. Das kann ich genauso gut machen. Das habe ich auch noch nicht gemacht, weil die Steine, die an der Front drin sind, die habe ich mir tatsächlich Stein für Stein entworfen. Ja, das habe ich also nicht irgendwo mir runtergeladen oder sowas. Nein, das habe ich mir tatsächlich Stein für Stein entworfen. Das heißt, ich habe den Maßstab genommen. Ich habe es natürlich so gemacht, ich habe erst einen Stein mir entworfen, habe den dann kopiert, habe ihn rechts daneben gefügt mit dem richtigen Abstand, habe dann die Beine genommen, habe dann aus 2 ein 4 gemacht, aus 4 ein 8 gemacht, so dass es irgendwann relativ schnell ging. Also ich habe jetzt nicht wirklich Stein für Stein auf die Fassade gemalt und habe das dann eben entsprechend auf die Fassade gebracht und dann im Programm selber die Funktion gesucht und gefunden, wie man das ausschneiden kann. Hier sehen wir jetzt nochmal, wie ich die unteren Etagen da reingeklebt habe. Also ich bin ein bisschen gesprungen, ihr habt es gesehen, ich habe ja da schon die Varianten reingebaut, eben die bis hoch zum Dach gehen, wollte aber euch das mal noch zeigen, wie ich es komplett drin gebaut habe. Das heißt, das passt eben alles wirklich super da rein. Und ja, macht Spaß, wie gesagt, damit zu arbeiten. Wenn man die Trennwände drinnen nicht möchte, da kommen ja auch noch Fensterscheiben dann rein aus diesem Plastik, das kennt ihr alle selber, dann kann man das auch weglassen. Oder man kann nur den mittleren Part reinkleben, dass man oben und unten tauscht. Es ist einfach alles offen und man kann hier alles machen in irgendeiner Form und kann dann entsprechend sich das, ja, so bauen, wie man möchte. Ja, also wer das nicht will, eben, dass die einzelnen Fenster leuchten, der lässt es halt raus. Der macht da sich eine Glühbirne rein oder eine LED, macht da vielleicht ein kleines Käppchen drüber, dass das eben mattiert ist. Ich habe ja noch sogar vor, dass ich in diesen Räumen sogar die Rückseiten mit Ausstattung bekleben werde. Das heißt, da kommt noch was rein. Ich werde sicherlich in die Räume keine Stühle und Tische bauen. Okay, vielleicht kommt das auch noch. Mal sehen, was alles so auf mich zukommt. Sondern ich will auf die Rückwand dann eben sozusagen so kleine Dekorationen aufdrucken, wenn man durch die Fenster hinguckt, dass man das ja eben sieht, als wenn da was im Raum drin wäre. Weil wenn man die Fenster schön groß macht, kann man das durchaus machen. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute für die nächste Woche. Für mich war es das diese Woche wieder. Ich komme nächsten Freitag 16 Uhr wieder mit einem neuen Video, sofern nichts dazwischen kommt. Ist ein bisschen schwierig, weil das frisst alles ein bisschen Zeit im Moment. Aber es wird schon gut gehen. Ansonsten melde ich mich und mache vielleicht einen Kommentar hier in diese Community-Tab da rein. Aber wir warten erstmal ab. Bis dahin, macht's schön gut. Schöne Woche, euer Uli. Ciao.